Hallo, ich bin Anna und das sind die Game News von heute. Letzten Freitag wurde der neue Teil von Attack on Titan, The Final Season, veröffentlicht und die Fangemeinde drehte wieder einmal durch. Noch bevor die neue Episode veröffentlicht wurde, warteten so viele Leute auf der offiziellen Website Crunchyroll, dass ihr Server zusammenbrach. Einmal mehr zeigt uns das, was für ein Erfolg Attack on Titan ist. Die neue Episode geht eine Stunde lang und wurde vom Animationsstudio MAPPA veröffentlicht. Der zweite Teil der Episode wird im Herbst des Jahres erscheinen. Folgt uns auf gametv.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna.